Hallo und herzlich willkommen zurück zu Back to the Future, The Game, Episode 2. Und wir versuchen hier gerade Trixie zu überreden, sich mit Arthur zu treffen, aber da sie wohl hier nicht wegkommt, denke ich mal, müssen wir Arthur überreden, dass er hierher kommt. Das Problem ist nur, wenn Arthur hierher kommt, dann sieht Ten ihn ja und das wird, glaube ich, nicht so toll werden. Mal gucken, aber ich vermute einfach mal, dass wir den lieben Herren dann doch hierher befördern müssen und Toi. Danke. Ja. Ich frage mich echt nur, wie ist der Typ wieder reingekommen? Ach, natürlich kann ich wissen. Also wieder hin und her. Schade, es war ja nur eine Idee. Sprechen wir am besten erstmal mit Doc und Arthur. Mal gucken, ob die was zu sagen haben. Jetzt ist nur die Frage, wo ist dieser Waffenladen? Was? Nein. Waffenladen. Also wenn jemand von euch den Waffenladen sieht hier, ne, bitte sofort schreien. Das ist kein Waffenladen. Das ist kein Waffenladen. Das ist kein Waffenladen. Das ist ein Kino. Kino, was ein bisschen doof funktioniert. Boah, ist die Steuerung irgendwie gerade schwierig oder? Nein, da will ich gar nicht lang. Okay, wo ist der Waffenladen? Wieder raus. Und dann will ich hier runter. Gucken, ob da der Waffenladen ist. Rathaus. Gesuche. Ich hasse das. Ach, da oben! Hat er nicht Waffenladen gesagt? Wieso? Oh, ernsthaft? Hey Doc, ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wo liegt das Problem? Ist Artie noch hier? Er ist im Badezimmer. Hey Artie, mach auf. Du musst einen Gangster zu Fall bringen. Soll ich jetzt diese Sylvia treffen? Nein, es ist Zeit für dich, Trixie zu treffen. Trixie sagt, sie hätte da was, das Kid vielleicht ins Gefängnis bringt. Aber du bist der Einzige, dem sie das Überprüfen der Sache anvertrauen will. Ich? Was hat sie... Oh, ich weiß, was sie getan hat. Clever. Würdest du uns vielleicht einweihen? Tut mir leid, Leute. Aber wenn Trixie es nicht sagt, sag ich es auch nicht. Das ist ja schön und gut, Mr. McFly. Aber wenn du und Trixie euch in dieser Sache zusammentun wollt, müssen wir ein Treffen arrangieren. Nun, Trixie ist an Kids Flüsterstube gebunden. Also müssen wir Arthur zu Trixie bringen. Oh nein, ich gehe da auf gar keinen Fall wieder in die Nähe. Ich weiß nicht, wie du mich dazu überredet hast. Ha, geil. Bleib einfach hier im Dunkeln. Und komm erst raus, okay, wenn du Trixie siehst. Ich bin ich denn hier auch wirklich sicher? Das, was ich gesagt habe. Vollkommen sicher. Wir würden dich nie einer unnötigen... Sagan. Wo ist Kid? Alles klar. Keine Sorge. Eine Sorge. Mhm. Okay, ein Treffen im Hinterhof also. Was hier eigentlich logisch ist. Wenn ich ja jetzt wieder rein... Da konnte ich was machen, was war das denn? Hoover 28. Ein Huhn in jedem Topf und ein Auto in jeder Garage. Wie macht sich das, Herbie? Alles klar. Okay, fragen wir nicht weiter nach. Wir schicken Trixie mal raus. Willkommen zurück. Oh, dieses Wie bringt man Trixie nur dazu, Kid zu verpfeifen? Er hat auch nur den einen Dialog drauf, wenn er hier reinkommt, oder? Trixie? Ja? Okay. Raten Sie mal, wer in der Gasse auf Sie wartet. Artie? The one and only. Es war nicht leicht, ihn zu finden. Ich musste... Übernimm für mich, Cubal. Ich mache eine Raucherpause. Braves Mädchen. Okay, das passt ihm gar nicht. Hey, du! Hä? Ja, Blödmann, ich habe gesehen, wie du meiner Eunice schöne Augen gemacht hast. Sorry, Kumpel. Hab keine Zeit, mich zu streiten. Du. So schaffe ich es ganz bestimmt nicht in die Carnegie Hall.
Okay, ich glaube, du bist für heute Abend fertig. Hey, was denkst du eigentlich, wo du hingehst? Ich? Ja, du. Was weißt du darüber? Nichts, ich... Ah! Hä? Trixie? Pause ist vorbei, Q-Ball. Was immer du sagst, Baby. Was war das? Ja. Gute Frage. Wahrscheinlich sollen das Pistolenschüsse gewesen sein, aber... Trixie? Ja? Was ist in der Gasse mit Arthur passiert? Darüber will ich nicht reden. Und was ist mit Ihrer Versicherung? Es gibt keine Versicherung. Nach heute Nacht werde ich alles im Ofen verbrennen. Trixie, können Sie mir nicht sagen, was da draußen passiert ist? Nein! Geben Sie mir doch wenigstens die Beweise gegen Kit. Nein, ich habe das mit mir so ausgemacht. Sobald die Nacht rum ist, verschwinden die Beweise. Ich habe keine Ahnung, was da draußen passiert ist. Sorry fürs lange Schweigen, aber ich gehe jetzt nachgucken. Toi, toi, toi. Danke. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich aus dieser Bar rein und raus und rein und raus. So, wo haben wir abgestellt? Da in der Ecke hatten wir abgestellt, glaube ich, ne? Hier in diesem What the fuck? Arty? Hey, du hast die Party deines Lebens verpasst, Kumpel. Kit, was ist passiert? Oh, das wird dir gefallen. Also, ich häng gerade in der Bar ab, als ich plötzlich den Drang verspüre, mir Erleichterung zu verschaffen. Ich gehe also raus in die Gasse und wen sehe ich da? Keinen geringeren als diese Vorladungen folgende Ratte Arty McFly. Und dieser kleine Wurm tuschelt doch tatsächlich ganz der große Eroberer mit meiner Trixie. Oh nein. Natürlich habe ich sofort Kid Junior herausgeholt und wollte diesem McFly gerade das Hirn wegballern, woraufhin Artys Nase zu bluten begann. Der Kerl ist einfach eine Memme. Als was? Trixie buchstäblich auf die Knie fiel und mich anflehte, ihn am Leben zu lassen. Im Ernst, sie kniete vor mir und heulte und bettelte um McFlys Leben. Und was hast du getan? Was schon? Ich habe zweimal in die Luft geschossen und Arty gesagt, dass er verschwinden soll. Wirklich sehr gnädig. Gott. Hey, ich bin kein Unmensch. Außerdem schuldet Trixie mir nun was. Eine ganze Menge. Und Kid Tennen treibt die Schulden immer ein. Immer. Okay. Der Fleck ist für etwas Nasenbluten jedoch etwas groß, aber ich sag da jetzt nicht zu. Gut, ja. Hinweise will ich nicht. Okay, wir müssen immer noch Parker dazu bringen, Ten zu verhaften. Ohne die Beweise von Trixie und Arthur wird das nichts werden. Arthur ist abgehauen. Trixie gibt die Beweise nicht raus. Mann, schwierig heute. Ja, ich gebe den lieber. Damit die schöne Musik hat. Willkommen zurück. Boss? Bitte, ich versuche mich hier zu amüsieren. Ich glaube, das solltest du sehen. Dynamit. Bist du wahnsinnig? Was soll die Dynamitstange hier in meiner Bar? Das ist es ja, Boss. Die sind überall. Ich glaube, unser Barbrandstifter will wieder zuschlagen. Wie bringt man Trixie nur dazu, Kit zu verpfeifen? Langsam nervt. Er hat das gerade mit dem Dynamit gesagt, glaube ich, ne? Der Kollege hier. Hey!
Ziehleinewürstchen. Anscheinend nicht. Okay, wen habe ich noch in der Bar? Dem habe ich auch noch nicht gesprochen, oder? Hey, Barkeeper. Was darf sein? Die Karikaturen sind echt geil. Die sind wirklich cool. Ach cool, ich kann darauf ansprechen. Wegen dieser Ehrengalerie. Was ist damit? Was ist daran so ehrenvoll? Die Karikaturen in der Ehrengalerie erinnern an diejenigen, die nicht mehr unter uns sind, da sie einen gewissen Irving Kit Tannen verärgert haben. Leute, die Kit hat umbringen lassen? Natürlich nicht. Das sind nur ein Haufen Typen, die Kit nicht besonders mochte und die irgendwann später tot aufgetaucht sind. Das ist ein, wie soll ich sagen, seltsamer Zufall. Aha, okay. Okay. Was zeichnen Sie da? Mal wieder eine Karikatur. Sie zeichnen die? Die Prohibition wird nicht ewig dauern. Ich brauche etwas, das ich tun kann, wenn das alles vorbei ist. Anständiger Job. Zeichne mich. So? Kannst du eine Karikatur von mir zeichnen? Sicher. Presto. Die sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Du hast auch nicht viel Markantes. Ich fand die Karikatur richtig gut. Ja, und jetzt, ich hab da eine. Ne, Idee hab ich da nicht, aber. Kann ich meine Karikatur. Ja, gut, ist auch wieder doof, ne? Dann häng ich da an der Wand und dann bin ich mal tot. Ja, das will ich nicht. Ist die Erkältung schon weg? Erkältung? Ja, als ich sie vor ein paar Stunden gesehen habe, niesten sie wie verrückt. Junge, ich hatte seit 2 Monaten keine Erkältung. Ach ja, richtig. Hab sie wohl verwechselt. Aha, fast verplappert. Ja. Was zu trinken, bitte? Was trinkst du? Peps. Du trinkst auch mal was. Ach, eigentlich. Vergessen Sie es. Wie du willst. Pepsi Light wollte sagen, aber gibt's ja noch nicht. Wissen Sie, was Trixie da draußen passiert ist? Sie scheint ziemlich aufgebracht. Du redest komisches Zeug, weißt du das? Aber nein, ich habe keine Ahnung, wie es Trixie geht. Kit zahlt mir nicht annähernd genug, um Drinks auszuschenken und seine Freundin zu bemuttern. Cool. Okay, das wird so nichts. Danke fürs Gespräch. Bestell nächstes Mal einen Drink. Das ist keine Bücherei hier. Da er Karikaturen zeichnet. Das ist wie geil. Ne, Moment. Moment, da war doch noch ein freier Platz. Hier beim Polizisten. Dahinter. Na, da. Ich da jetzt nicht meine. Ach, die sieht so. Ich finde die cool. Ich finde, die hat da echt gut getroffen, die Karikatur. Ich wollte immer berühmt sein. Kein schöner Haufen. Okay. Das sieht geil aus. Das sieht so geil aus, das Foto, ne? Ich habe da nochmal eine andere Idee. Ja, eine Idee ist es jetzt nicht, aber ich will es einfach mal testen, weil dieses blöde Foto muss ja für irgendwas nützlich sein. Boah, kann ich da mal bitte lang gehen? Und mal gucken. Glaubst du, du kannst ein Bild von dem Kerl malen? Okay, cool. Sicher. Hey, das sieht aus wie dieser Artie McFly-Saftsack. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hey, kannst du ihm so einen Hut zeichnen, wie ihn Artie trägt? Voila! Gute Arbeit. Sag das den blöden Redakteuren beim New Yorker. Okay, ja. Ich denke nämlich mal, wenn sie sieht, dass da eine Karikatur von Artie hängt, wird sie vielleicht doch die Beweise rausrücken. Und so nach dem Motto, ich mache mir Sorgen und soll ja nichts passieren, weil
Sie hat ja auch draußen um sein Leben gebettelt, also dementsprechend. Entschuldige, Dad. Habe ich jetzt meine Karikatur eigentlich wieder drauf? Ja, wunderschön. Wunderhübsch. Ich habe natürlich Thumbnail für diese Folge. Trixie? Ja? Genau. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber du solltest dir vielleicht mal meine Ehrengalerie ansehen. Wieso? Was ist los? Adi? Ich glaub's nicht. Wir hatten eine Abmachung. Adi sollte sicher sein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schon. Bundesgesetz zu kriminellen Geschäften. Was? Bevor er starb, hat Adi mir alles Mögliche beigebracht. Literatur, Geschichte, Buchhaltung. Und ich habe eine große Entdeckung gemacht, während ich die Bücher von Kit kopiert habe. Dieser Laden hier ist nicht ganz sauber. Tatsächlich. Oh, ich wusste von den ganzen Gaunereien. Sachen, die man von Typen wie Kit erwartet. Aber als ich herausgefunden habe, dass er keine Steuern auf den Gewinn der Flüsterstube zahlt. Tja, Uncle Sam zu betrügen, das geht zu weit. Sobald ich das der Polizei übergebe, überhäufen die den mit Beschuldigungen. Solchen Beschuldigungen. Hey, Officer! Oh. Sehr interessant. Aha, ohne Dialog. Mhm. Okay. Was ist mit meinem Ex-Freund, dieser Ratte, passiert? Ich weiß nicht. Ratten. Ich habe dem Chef gesagt, wir brauchen eine Truppe Bluthunde, wie die in Placerville. Aber währenddessen... Alle hergehört, die Party ist vorbei. Alle raus aus der Bar. Flüsterstube? Sie irren sich, Officer. Das hier ist nur eine Eisdiele. Netter Versuch. Geil. Raus! Geil. Sehr gut gemacht. Vor allem, wenn der Officer noch da drin steht, ne? Einfach mal. Hallo? Psst. Callahan. Ja? Wären die Valentis bereit, bei der Entschärfung der Lage zu helfen? Ja, was, wären die bereit? Ja. Wenn ich es ja sage, eigentlich nein. Ich weiß nicht. Normalerweise geben sich die Valentis nicht gern mit Verlierern ab. Hey, wir betteln hier nicht. Kit dachte nur, JJ würde sich gern beteiligen. Besonders jetzt, nachdem wir den Brandstifter geschnappt haben. Ach du Scheiße. Warte, du meinst... Doc? Doc? Du gehörst gar nicht zur Valenti-Gang, oder? Was weißt du über den Brandstifter? Komm schon, ab zur Polizeiwache. Kit kriegt dich, du Ratte. Er kriegt euch alle. Ja, ja. Nun, das wäre erledigt. Dank Miss Trotters Aussage sucht die ganze Polizei von Hill Valley nach Kit und seinen Schlägern. Sie verstehen nicht, wir müssen ihn sofort finden. Er hat einen Freund von mir entführt. Wen? Tja. Schon gut. Keine Sorge, wir haben den ganzen Platz abgeriegelt. Wenn Kit nicht weiter als eine Meile weg ist, werden wir ihn irgendwann finden. Wahrscheinlich hat er alleine den ganzen Platz abgeriegelt. Ich fürchte, für irgendwann bleibt keine Zeit. Nee, für irgendwann bleibt keine Zeit. Okay. Das ist doof. Das ist echt doof jetzt. Wir brauchen... Irgendwie müssen wir... Boah, schwierig. Sehr schwierig gerade. Sag mal. Ah, Fuselfässer. Parker muss den Fusel in der Flüsterstube beschlagnahmt haben. Da ist mal Müll. Wo ist eigentlich diese geheime... Ach cool, was steht denn da? Irving Kid Tennant. Er hat das wohl beim Hinausgehen verloren. Boah,
Pfui, da ist leer. Na klar. Okay, das ist auf jeden Fall von Kit Tennen. Irving Kit Tennen. Ey, Kit, macht Kit dieses Ding denn nie sauber? Er stinkt nach Schweiß und Schnaps. Nach Schweiß und Schnaps. Ja. Und was? Hm? Was macht man mit Gegenständen, die nach Leuten riechen? Aber das, meine Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Das ist scheiß Cliffhanger, ich weiß. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Die kommt ja morgen. Also ganz ruhig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zumindest so ein bisschen. Und mal gucken, was morgen noch so kommt. Und ich wünsche euch einen schönen Resttag. Gehabt euch wohl. Bis morgen. Tschüss.